One's the best. Look, I see. Yeah, there's monkeys. Where is he? He's already gone. He was sitting there. Oh, he's there. Oh, don't fall, Jacob. No, I'm just afraid. Der erste Kaffee. Hup, hup. Nach 5 Tagen. Und das ist unsere Küche. Da boilt schon das Wasser. Und da hinten sind die Hühner, die wir gleich schlachten. That's our shower. Das ist jetzt unsere Dusche. Wie sieht es von innen aus? Achtung. Oh, Camera, please go first. Hier wird dann geschauert. Ja, Blessing, was sagst du dazu? That's nice, guys. Fine. Endlich mal ein Luxus hier. Yeah, finally we have a shower. Okay, Jacob. Yeah, we still have a shower. Okay. Bucket. Yeah. So there's an area where the rice is not fine anymore. Yeah. Sharp, it's deep. So wird hier Haare gewaschen. Wir haben Wasser vom Brunnen geholt. So holen wir jeden Tag unser Wasser, wenn wir duschen wollen, kochen wollen. Hoppala. Und alles zusammen. Und hier hinter dem Baum, da ist unser Haus. Hello. So, das ist unser Haus. Hier kommt man rein und wir haben es wirklich so vorgefunden, wie es hier ist und so geliebt. So, hier haben wir schon mal ein Schlafzimmer. Wie sieht es hier aus? Genau. Dann haben wir hier eine Tür, eine Paris-Tür, also ist eigentlich nur ein Vorhang. Und das war das Zimmer der Jungs. Dann, wenn wir hier weitergehen, kommen wir auf diese Seite zum Raum der Mädels. Da haben wir geschlafen. Hier ist unser Garten. Und hier ist auch nochmal eine Küche. Sieht man jetzt nicht gut. Also es ist einfach nur ein leerer Raum, wo wir die ganzen Sachen haben. Wenn man hier rausgeht, dann kommt man in unseren Garten. Das hier ist unsere Toilette. Ich zeige sie euch mal. Stinkt fürchterlich. Es ist einfach nur ein Loch. Oh, da ist someone inside. Hoppala. Hier ist ein Bananenbaum. Und wir haben immer Besuch von Ziegen und Enten und Hühnern. Also es war schön schattig hier zumindest. Hier sieht man nochmal unser Haus, unsere Wäscheleine. Das ist sie. Hier, so sieht ein Supermarkt hier an. Jetzt kaufen wir für Weihnachten ein. Nur Chips. Hallo, wir sind jetzt angekommen hier im zweiten Dorf und es ist wirklich, wirklich schön dieses. Okay, das hier ist unser Haus. Ich zeige es euch jetzt mal von innen. Wenn man sich mal hier das Fenster anguckt, schaut euch das mal an. Zack, Hand ist durch. So, auf jeden Fall Jacob und Uli sind schon hier, überlegen sich gerade, wie sie schlafen wollen. Hier ist schon mal der erste Raum, wo geschlafen wird. Hier schlafen dann die Jungs. Moskitonetze sind schon aufgeschlagen, haben sogar ein Fenster hier. Unser Mädelsraum ist wirklich schön diesmal. Und wir haben eine schöne Haustür mit einem schönen, mit einer schönen Tür und einem schönen Fenster dieses Mal. Ja, hier ist unser Schlafraum. Da mit dem weißen Kissen, da schlafe ich dann. Wir müssen noch unsere Moskitonetze aufschlagen. Hier ist unsere Pantry, also Speisekammer, sieht man jetzt gerade nicht rein. Und dann kommt man hier raus in unser Dorf. Und wir haben eine richtig coole Küche. Ich meine, ist es nicht Afrika, ne? Hi Matthew! What are you cooking today? Macaroni. Gibt heute Nudeln mit Fisch. Und hier sonnenschatten sich schon die ersten
Sonnenschatten. Einfach ein bisschen ausruhen. Und das war's. Und irgendwo da hinten ist dann die Wasserpumpe, weil wir haben hier kein fließendes Wasser und Strom. Deswegen müssen wir dann einmal... Ah, und ich zeige euch jetzt mal die Toilette. Okay, dieses Gebäude hier ist unsere... Nee, wo ist unsere Toilette? Bin ich jetzt doof? Ich meine, das ist unsere Toilette. Und jetzt zeige ich euch das mal. Knock, knock. Somebody inside. Okay, nee. Genau, hier ist dann ein Loch und da kannst du dann auf Toilette gehen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ja. Genau, das ist unser Toilettenhaus. Spannend. Unser Mittagessen für heute. Reis. Da? So unmotiviert. Da war Schmutz drin, deswegen haben wir es auf diesen Teller gemacht und das jetzt rausgeholt. Und jetzt kommen alle Fliegen. Macht nichts, wir sind in Outreach. So essen wir. Das hier ist die Kirche. Tor, hier sind die Hunde, hier ist Uli, hier sind unsere Koffer und es ist so wunderschön, dieser ganze Garten. Da hinten ist sogar auch noch so ein Klohaus. Wir haben sogar Meerschweinchen. Es ist einfach schön, wirklich toll. Unser Waschplatz, wo wir immer mit der Hand gewaschen haben. Hashtag Outreach. Ich hasse Wäsche waschen mit der Hand. Wirklich. Und das war unser Zimmer. Und hier ist unsere Terrasse. Und dann kommen wir hier ins Haus. Jetzt ist schon alles. Hier waren die Jungs. Aber einfach nur gebrochen. Oh, jetzt gehe ich rein. Und hier ist die Küche. Da hinten ist das Badezimmer. Hier ist unser Esstisch. Und da drüben haben wir geschlafen. Guten Morgen zusammen und frohe Weihnachten. Heute ist der 25. bei uns und wir feiern dieses Jahr am 25., weil irgendwie der Rest der Welt am 25. Weihnachten feiert. Und ja, mal gucken, wie es heute wird. Ich freue mich riesig. Geht schon am Morgen los. Ja. Lea hat's im Griff, ne? Lessing hat schon gar keinen Bock mehr. Weihnachten ist schon seit gestern vorbei. Matthew, how is it for you? So nice. Nice? Ja. Yeah. Jetzt gibt's erstmal Porridge zum Frühstück. So, wir gehen jetzt gleich zum Schwimmen. Wir werden mal sehen, was wird, ne? Wir freuen uns. Yay! So, wir waren jetzt, haben den Tag jetzt auf der Lodge hier verbracht. Mit Poolen, mit richtig gutem Essen. Seit lange mal gute Pommes. Und jetzt gibt es noch Kaffee und Kuchen. Für die Verhältnisse ist es super und ich freue mich und ich bin dankbar.
Wir sind jetzt hier bei einer Kirche angekommen, wo wir jetzt seit den Morgen verbringen dürfen. Und wir haben schon eine selbstgemachte Trommel entdeckt. Das ist unsere Kirche heute. Ah! Wieder mal was anderes. Aber probieren wir mal aus. Wir sind offen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um zu evangelisieren, und wir gehen von Haus zu Haus und erzählen von Jesus, ne? Kleiner Dschungel. The cake is gonna be good. You said no. Happy birthday to you. Don't clap your hands. The candles are going out. Don't. Ah, 21 Jahre alt. Und wir haben Kuchen besorgt. Rodrigo, show me, what did you get? So, I got 2 mangoes, I got 2 cokes, I got a paper beautiful key. 3 cokes, sure. Waffles, yeah, and hugs and words of encouragement. So now I'm gonna invite you guys formally. But I wanna thank you for this and also the words of affirmation. I appreciate you guys. This is next level. I think at home this wouldn't have been the case also. So thank you guys. And you guys are only allowed to take from the 2. This one is alone for 1. So you guys can take from it, yeah? Yeah, I think it's enough. If it's not enough, sorry guys.